Warum segelt eine junge Frau um die Welt? Warum macht man sowas? Ich habe diese Reise auch deswegen gemacht, weil ich unbedingt gutes Segeln lernen wollte. Und was heißt das, gutes Segeln? Beobachten Sie mal einen guten Segler. Der steht nicht einfach nur am Steuer, guckt auf seine Instrumente, auf seinen Kompass und stur nach vorne. Nein, ein guter Segler, der nimmt die Bewegung des Schiffes wahr, der fühlt den Druck im Ruder, der beobachtet den Seegang, die Wellen und er spürt den Wind und er guckt immer wieder hoch zu den Segeln und guckt, was da passiert. Er nimmt alles das wahr, was um ihn herum passiert und dann richtet er sein Handeln danach aus. Unser Skipper fokussierte sich in diesem Sturm die ganze Zeit nur auf die Möglichkeiten, die wir haben. Es gab mal eine Windänderung, es gab mal eine Strömungsänderung und er stand immer nur da und sagte, okay, wie nutzen wir das? Was machen wir damit? Der hat nie gejammert, der hat auch nie geschimpft. Der hat immer nur gedacht, okay, was können wir in dieser Situation jetzt für uns tun? Und genau das macht ein guter Segler. Ich nehme an, was ist. Das ist das erste Prinzip erfolgreicher Selbstführung. Denn Sie, jeder einzelne von Ihnen, Sie sind Führungskraft. Sie sind die wichtigste Führungskraft in Ihrem Leben. Sie sind der einzige Mensch, der Sie wirklich führen kann. Nehmen Sie diese Rolle an. Werden Sie zum Leader on your ship.